Es ist der 24.02.2022 und um 5.30 Uhr ändert sich die komplette Lebenswelt der ukrainischen Bevölkerung. Es ist Krieg. Es ist Krieg und wo die Leute einen Tag vorher noch unterwegs waren zum Einkaufen, zum gemeinsamen Essen oder sonst was, sind sie wahrscheinlich in der Nacht wach geworden, weil neben ihrem Haus Geräusche, ein Donnern, ja, ein Knallen ist, was sie so auch nicht vom Gewitter kennen. Einfach aufgewacht in einer anderen Welt, von einer auf die andere Sekunde. Die Menschen sind dort und es bestimmt etwas Neues ihren Alltag. Angst und Leid. Da ist nichts mehr mit, ja, wenn du schön unter der Dusche stehst, bisschen vor dir herpfeifst, dann wird der Tag schon gut. Die Welt ist zerbrochen. In der Ukraine, bei den Menschen. Egal, ob Ukraine, ob russische Soldaten, egal welche Seite, egal was dort hintersteht, Konfrontation mit Leid, mit Tod. Angst und Leid ist der Alltag, aber nicht nur von diesen Menschen. Ich will mich jetzt hier nicht hinstellen und auch nur ansatzweise irgendwie den Eindruck erwecken, dass ich empfinden könnte, was in der Ukraine passiert, ja? Ich glaube, da gibt es sogar Leute mitten unter uns, die das viel, viel besser können. Ja? Wir sind eine Gemeinde farbenfroh an Nationalitäten. Ja? Hier sitzen Leute, die aus der Region kommen. Ja? Hier sitzen Geschwister unter uns, die die gleiche Sprache sprechen. Ja? Hier sitzen Geschwister unter uns, die Familie haben, dort in der Ukraine, an der russischen Grenze, wo auch immer. Hier sind Leute, die haben den Kalten Krieg mitgemacht. Die haben eine ganz andere Voraussetzung, um damit umzugehen. Ja, und der ein oder andere, die ein oder andere wird wahrscheinlich die Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg vor Augen haben. Als sie gehört hat, dass in der Ukraine der Alltag voller Angst ist. Und mich hat es getroffen wie ein Schlag, ja, weil ich selber auf einer Reise bin, wo ich mich viel mit Angst und mit meinen Ängsten beschäftige. Ja, es hat gestartet, seitdem ich verheiratet bin, aber es hat nichts mit meiner Ehe zu tun. Ja. Ja, ganz im Gegenteil. Aber komischerweise, ab dem Punkt, wo ich Verantwortung hatte, nochmal mehr für eine andere Person, fing ich an, mich mehr mit Ängsten zu beschäftigen. Ja. Und wie gesagt, ich möchte es nochmal betonen und auch doppelt, weil es mir wichtig ist. Ich maße mir hier nicht an, ja, nachempfinden zu können, was in der Ukraine los ist. Aber trotzdem merke ich, dass Angst und Leid ganz besonders in den 29 Kriegsgebieten herrscht, die gerade am Brennen sind, überall in der Welt, nicht nur in der Ukraine. Ja, irgendwie ist Angst und Leid auch Alltag unserer Realität unseres Alltages geworden. Und jetzt mit der Konfrontation merken wir, dass es noch mal stärker hochkommt als vielleicht sonst. Wenn du zur Arbeit gehst, wenn du dein Kind zum Kindergarten bringst, wenn du in der Schule hockst. Es wurde auf einmal präsent, ja. Und ich habe mich ein bisschen schon länger mit den Angstfaktoren in meinem Leben auseinandergesetzt, ja. Da gehört jetzt momentan natürlich nicht Krieg dazu und manches ist eher belanglos im Angesicht dessen, was gerade passiert. Aber trotzdem merke ich, dass es etwas mit mir macht. Ja. Ich habe darüber nachgedacht, welche Angstfaktoren ich in meinem Leben habe. Und ich bin auf interessante Dinge gekommen. Ja. Ich merke zum Beispiel, eine gewisse Form von Stress bereitet mir Angst. Ja. Eine gewisse Form von Stress bringt mich in eine innere Unruhe, die ich irgendwie als Angst definieren würde, wenn mich Nico in einem seelsorgerlichen Gespräch fragen würde. Ja. Fürs nächste Mal. Ja, meine Zukunft. Wenn ich über meine Zukunft nachdenke,
dann freue ich mich nicht nur, juhu, wir gehen nach Herford, wir gründen Gemeinde. Ich habe Angst, ja, Existenzängste. Wie ist mein Job sicher? Was ist mit meiner Frau? Was ist, wenn wir Kinder haben? Gesund, nicht gesund? Was ist mit meiner Mama? Hey, Mama, wenn du zuhörst, Grüße. Ja, ich mache mir Sorgen um dich, aber dir geht's gut, das beruhigt mich. Ja, was ist mit meiner Familie? Was ist mit meinem Umfeld? Was ist mit mir? Was bringt die Zukunft? Bringt die Zukunft Krankheit? Bringt die Zukunft Krankheit? Eine Grippe, 3 Tage zu Hause bleiben, kein Problem. Aber was ist, wenn es schlimmer wird? Was ist, wenn es uns zu wahrscheinlich meinem größten Angstfaktor bringt, dem Tod? Herausgefordert zu sein, was ist eigentlich, wenn das Ende kommt? Ich weiß, ich bin Pastor, irgendwie sollte ich hier eigentlich stehen und glauben, ja? Ich müsste eigentlich wissen, nach dem Tod gibt es Leben, ich bin sicher in Christus. Aber das bedeutet nicht, dass ich nicht manchmal zu Hause im Bett liege, wenn meine Frau schläft und ich mir versuche vorzustellen, was ist, wenn es zu Ende ist. Meine Vorstellungskraft reicht nicht aus. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, da ist nichts mehr. Und ich komme an einen Punkt, wo ich Angst habe. Weil nichts zu fühlen ist sowas von fremd, weil wir alle jede Millisekunde etwas fühlen. Und dann drehe ich mich auf meine Seite und das Einzige, woran ich mich festhalten kann, ist: Jesus, ewiges Leben ist bei dir, auch wenn ich es noch nicht ergreifen kann, auch wenn ich es manchmal nicht begreifen kann. Ewiges Leben ist bei mir, ja, bei dir, Entschuldigung, bei Jesus. Und ich sitze dort also und setze mich in diesem Prozess schon damit auseinander und dann kommt diese Ukraine-Krise. Ja, und ich stehe da und frage mich wieder, okay, warum bringt mich diese Krise wieder in, also, oder wie löst die Angst in mir aus? Und ich merke, dass dort sich einiges überschneidet, ja. Ich merke, dass sich einiges überschneidet. Ich sehe die Globalisierung, in der wir sind, das Vernetztsein. Als ich nach Amerika geflogen bin, das waren 15 Stunden, ab ins Auto, Düsseldorf, rüberfliegen, New York, zack, boom, bin ich da. Ja, da haben früher Leute sind Wochen, Monate gesegelt. Was bei uns so geht. Ja, ich habe vor 2 Tagen einem Freund geschrieben, der in Russland Missionar ist, habe gesagt, hey, ich muss an euch denken, wie geht's euch? Nichts mehr mit Brief schreiben und hoffen, dass in 3 Monaten einer zurückkommt. Die Welt ist schnell, die Welt ist vernetzt. Und weil ich das begreife und weil ich darin lebe, ist diese Krise auch für mich ein Stück weit nah. Ja, das klappt schon. Das klappt schon irgendwie da drüben. Der Krieg ist ja noch weit weg. So lange, bis Putin dort sitzt und sagt, hey, wenn sich der Westen einmischt, dann schauen wir mal, wer die größere Atommacht ist. Und er ruft seine Soldaten aus der nuklearen Soldatenabteilung zusammen in Bereitschaft. Und wir sitzen hier und wir lesen das und wir kriegen Panik. Ja? Wir kennen dieses ganze Militärfachjargon nicht, wir wissen nicht, was das heißt. Wir sitzen hier und es erdrückt, weil auch wir begreifen, ein Atomkrieg und dann kommen wir wieder zu einem der größten Ängste der Welt, die diese Welt hat. Ein Atomkrieg und wir sind tot. Und es ist zu Ende. Und es ist alles vernetzt und es bringt uns an den Rand, ja, an den Rand, dass wir uns fragen, warum Ängste, wieso Ängste, was macht das hier, was können wir damit tun? Wir fühlen uns verloren, wir sind im Chaos, wir wissen nicht mehr weiter. Und daher habe ich eine hoffnungsvolle Botschaft für dich, die Bibel, ja. Die Bibel gibt auch zu diesem Punkt Antworten. Sie hat Antworten, sie hat Hinweise, sie hat Ratschläge, sie hat Tipps, damit umzugehen, was du tun kannst. Und da möchte ich gerne mit dir mal reinschauen in Johannes 16, Vers 33. Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich, Jesus Christus, habe die Welt überwunden. Jesus Christus, ich habe die Welt überwunden. Wir haben hier ein Setting. Jesus, der ist auf dem Weg und er weiß, es kommt bald, dass ich gefangen genommen werde und dann werde ich verhört, dann werde ich verhaftet, dann werde ich ans Kreuz geschlagen und dann werde ich auferstehen. Und Jesus weiß, was kommt. Ja, er
hat zu seinen Jüngern immer in Bilder geredet, ja, damit sie noch eine tiefere Ebene begreifen. Er hat versucht, Dinge greifbar zu machen. Und hier ist ein Setting, wo er auf einmal mit den Jüngern spricht und es sich anbahnt, dass es sich verschärft, ja. Und er sagt dann auf einmal, hey, ich werde nicht mehr in Bildern reden, sondern ich werde direkt zu euch reden und ihr werdet es verstehen. Und das, was jetzt folgen wird an Taten, der Weg, den ich gehen werde, daran werdet ihr erkennen, dass es wahr ist und dafür brauche ich kein Bild mehr, weil es erfüllt sich, was ich immer gesagt habe. Und die Jünger checken es auch und sagen, hey, okay, jetzt verstehen wir, du bist Jesus, du bist Sohn Gottes, wir haben es erkannt. Du sprichst nicht mehr in Rätseln, danke, dass wir es verstehen dürfen. Und diese Situation nutzt Jesus und sagt, hey, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe diese Welt überwunden. Was meint er damit? Die Welt zu überwinden bedeutet nicht, angstfrei hier zu leben. Die Welt zu überwinden bedeutet nicht, ohne Leid hier zu leben. Die Welt zu überwinden bedeutet, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Sondern die Welt ist überwunden, weil jeder, der an Christus glaubt, ewiges Leben erfahren wird. Und dort, wo du und ich 80, 90 Jahre ja, hier auf dieser Welt sind, vielleicht auch kürzer, wenn ein Schicksalsschlag trifft, da ist danach kein Ende, weil Christus die Welt überwunden hat. Ja, weil er das Leid und den Tod überwunden hat. Er hat den Tod besiegt, indem er nach 3 Tagen auferstanden ist. Und er sagt, wenn du an mich glaubst, dann wirst du das alles überwinden können, weil es ein überwindender Glaube ist, der dir Hoffnung und Perspektive und Trost gibt auf das, was danach kommt. Die kurze Zeit hier ist nicht mal ein Bruchstück, ist nicht mal so groß wie ein Atom im Vergleich zu das, was noch auf uns wartet, mit Jesus Christus in der Herrlichkeit. Und das ist eine gute Botschaft, ja? Das ist die Botschaft, die Leid lindert, die Ängste dämpfen kann, aber trotzdem ist es nicht die Botschaft, die sagt, hier ist nichts mehr dann. Glaub an mich und alles ist tutti frutti. Ja, glaub an mich, alles ist super. Kein Problem mehr, kein Leid mehr, keine Beziehungskrise mehr, ja, keine Herausforderung mehr. Nee, er sagt, hey, in der Welt werdet ihr Angst haben, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In mir findet ihr Frieden. Ja, bei Gott gibt es Frieden, aber in der Welt gibt es Chaos. Angst gehört zu unserer Lebensrealität dazu, weil der Mensch nicht mehr in Kontakt ist mit Gott. Weil er sich entschieden hat, ohne Gott zu leben, sich selbst zu verwirklichen, sein Ego an erster Stelle zu stellen, nach Macht zu streben, Geld über Menschenleben zu setzen, Liebe beiseite zu lassen, Barmherzigkeit aus dem Blickwinkel zu vergessen. Der Mensch versucht, sein eigenes Ding zu machen. Der Mensch versucht, Gott zu werden. Aber Gott weiß, dass das nicht das ultimative Ziel ist für dich und für mich. Wir leben also in einer Realität, ja, unsere Lebensrealität, die ist immer wieder mit Angst konfrontiert, da kommen wir nicht drum herum, ja, mit vielen Dingen auch noch. Und ich finde persönlich, dass wir ein extrem verzerrtes Bild haben, was das angeht. Ein extrem verzerrtes Bild. Angst gleich böse. Angst gleich schlecht. Ja, und wir versuchen uns aus Angst rauszuproklamieren. Wir versuchen uns aus Angst rauszukatapultieren, indem wir 20 Mal vor dem Spiegel nur das Gute immer wiederholen, 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 wiederholen. Wir versuchen uns abzutrennen von einer Lebensrealität, wo sogar Jesus Christus sagt, damit musst du umgehen können. Damit wirst du konfrontiert werden. Ich glaube, dass die biblische Perspektive eine viel hoffnungsspendendere ist, als einfach alles wegzuschieben. Und zwar Gott sagt, mit Angst kannst du bei mir umgehen. Du kannst mit deiner Angst zu mir kommen und wir werden gemeinsam damit umgehen. Und das wird ein Licht sein für Menschen, die Angst haben, weil sie sehen, dass dort eine größere Hoffnung ist, um mit all dem Schmerz in deinem Alltag umzugehen. Und das ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Ja, die biblische Realität ist eine andere als das, was wir uns manchmal wünschen. Und interessanterweise ist die moderne Angstforschung genau auf der gleichen Spur. Ja, ich höre viele Podcasts ja, über psychologische Fälle und so, weil mich das super interessiert. Und wenn eins immer wieder gesagt wird, dann heißt es, Angst ist in Ordnung. Ja? Angst muss man wahrnehmen, Angst muss man Angst muss man wahrnehmen, Angst muss bekannt werden und Angst muss rausgelassen werden. Du musst erkennen, dass dort irgendwas in dir Unruhe schafft. Dann ist der erste Schritt, um überhaupt mal irgendwie einen Halt darauf zu haben und zu verstehen, was abgeht.
Und dann ist es auch nicht schlimm und auch nicht schwach zu bekennen, Herr, ich bin gerade ängstlich. Hier stimmt was nicht bei mir. Hier ist irgendwas komisch und ich kann damit nicht umgehen. Und dann ist es auch keine Schwäche, Angst rauszulassen. Und ich möchte dir heute drei Hilfen mitgeben, warum ich glaube, dass der christliche Glaube ein extrem gutes, ich hätte schon fast Tool gesagt, was ist das Falsche? Warum der christliche Glaube eine extrem gute Antwort ist auf das, was wir erfahren und auf das, was auch die moderne Forschung sagt. Nimm dir gerne einen Stift und Zettel und schreib mit, weil ich glaube, dass das heute wirklich wichtig wird und dass du dich immer wieder daran erinnern kannst, an das, was Gott auch dir heute sagen möchte. Der erste große Hilfe, die ich dir mitgebracht habe, ist, man hat einen Raum, in dem man zu seiner Angst stehen kann. Ja? Die erste große Hilfe für dich, du hast einen Raum, in dem du zu deiner Angst stehen kannst. Lass uns mal Psalm 77, 2 und 3 lesen. Ich rufe zu Gott und schreie zu ihm. Ich rufe zu Gott, damit er mich doch endlich hört. Als ich in großer Not war, suchte ich den Herrn. Die ganze Nacht habe ich gebetet und die Hände bittend zum Himmel erhoben. Für mich gibt es keine Freude mehr, solange Gott nicht eingreift. Als ich in großer Not war, suchte ich den Herrn. Ihr Lieben, es ist unbeschreiblich erleichternd, seine Ängste einer Macht anzuvertrauen zu können, die stärker, größer und ewiger ist als alles, was es hier gibt. Okay? Gott und mit Gott unterwegs sein, mit Gott in Kontakt zu sein, bedeutet, dass du einen Raum hast, bildlich gesprochen, wo du alleine mit Gott bist, wo du rauslassen kannst, was dich beschäftigt. Wo du rauslassen kannst, was dein Innerstes umtreibt und wo du weißt, wenn ich es hier in die Wildnis herausschreie, dann ist dort jemand, der hört. Und dieserjenige, der hört, ist größer und stärker und ewiger als alles, was ich hier jemals sehen werde oder erleben werde. Und ich sage euch, das ist eine Zuversicht. Das ist eine Hoffnung. Das ist eine Option, die du ergreifen kannst, wenn du nicht mehr weiter weißt. Wenn dir die Worte fehlen, wenn du keine Ahnung hast, was du sagen sollst, dann schrei in deinem Raum persönlich zu deinem Gott. Und ich sage dir, Gott wird da sein und Gott wird es hören und der Allmächtige wird es annehmen und er wird dich mitnehmen und ihr werdet gemeinsam durch diese Zeiten durchgehen. Es ist ein Raum, der nicht zugeschlossen ist. Es ist ein Raum, wo du jede Sekunde rein kannst. Es ist eine Möglichkeit, es ist ein absolutes Geschenk, was der christliche Glaube für uns hat. Alles, was wir nicht mit Sinn füllen können, alles, was wir nicht verstehen können, können wir zu ihm bringen in diesem Raum und er wird es hören und er wird es sich annehmen und er wird mit dir durch die Dinge durchgehen. Die zweite große Hilfe, die ich dir mitgebracht habe, ist, der Glaube verbindet zur Gemeinschaft. Philipper 2, Vers 4. Denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Dass wir uns hier heute Morgen treffen und Gottesdienst feiern, ist etwas, was Gott unwahrscheinlich gefällt. Er liebt es, dass Menschen unterwegs sind miteinander, dass Menschen unterwegs sind und miteinander seine Werte leben, sich annehmen, sich lieben. Ja, das Beste geben, um füreinander da zu sein. Ja, dass Christen als oberstes Ziel die absolut bedingungslose Liebe haben und wir Stück für Stück lernen, Tag für Tag, die Schubladen, in denen wir so gerne die Leute stecken, einfach mal zuzulassen. Und diese Gemeinschaft, dieses Zusammensein mit Freunden, ja, dieses zu Josua kommen und mich zum Essen einladen, reden zu können, ja, Gebet in Empfang nehmen zu können, eine Umarmung zu bekommen von ihm, ja, in meine Kleingruppe zu gehen, weinen zu dürfen, rauszulassen und Freunde zu haben um mich herum, die mich bedingungslos sehen und annehmen, das ist eine Power, die ist so unwahrscheinlich, die wir nutzen sollten und dürfen, weil Gott selbst ist ein Gott der Beziehung und der Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist etwas so krass Angstbändigendes, nicht alleine zu sein, zu wissen, ich muss hier nicht alleine hocken und es frisst sich in mich hinein. Nein, Glaube heißt, sich mit anderen zu verbinden und zu getragen zu werden.
Ja, und es heißt nicht, dass wenn du Angst hast, dass du ungläubig bist. Und darauf sollten wir achten, okay? Wenn wir miteinander unterwegs sind. Nicht die Leute abstempeln und sagen, ach komm, ja, der ist ein bisschen ängstlich, der braucht nur ein bisschen mehr Jesus, der braucht nur ein bisschen mehr Glaube, braucht ein bisschen mehr Power und dann geht das. Das ist völlig an dem vorbei, was die Bibel uns erzählt. Angst heißt nicht Unglaube. Angst bedeutet, konfrontiert zu sein mit der Welt, in der Jesus uns gelassen hat. Und damit umzugehen mit Christus und miteinander und uns anzunehmen und zu tragen. Ja, das möchte ich dir mitgeben. Bleib dran an den Leuten, die du begleitest. Und wenn du in dieser Situation bist, bleib dran an der Gruppe, die dich begleiten kann. Weil ich glaube, dass das ein riesengroßer Schatz ist, den wir als Gemeinde haben. Ja, unser dritter Punkt für heute ist die große Hilfe, Gottes Wort hören und darauf vertrauen. Ja, Gott hat seine Existenz, sein ganzes Sein, seine Art und Weise, wie er gehandelt hat, wie er auf der Welt unterwegs ist, wie er Menschen sieht, dass er sie liebt. All das hat er durch seine Leute aufschreiben lassen in ein Buch mit 1000 Seiten. Ja? Er hat nicht gesagt, komm, jeder, der jetzt glaubt, der muss irgendwie tagtäglich so ein bisschen suchen und sich finden und irgendwie Tag für Tag so eine kleine Berührung mit Gott erhaschen und dann weiß ich auch gar nicht, ob das jetzt irgendwie Gott war oder ich mir das einbilde. Nein, es gibt eine Grundlage, die fest ist, schwarz auf weiß, gedruckt, seit 2000 Jahren, noch nicht aus den Bücherregalen verbannt. Und das ist die Bibel, ja? Die Bibel bezeugt Gottes Wirken und Gottes Interesse am Menschen. Und du darfst es nehmen. Du darfst es nehmen und lesen, wie Gott mit Menschen unterwegs war. Du darfst es für dich annehmen. Lass uns mal in Jesaja reinschauen. Jesaja 43, Vers 1. Dort steht, doch nun spricht der Herr, der dich Jakob geschaffen hat und der dich Israel gebildet hat, hab keine Angst. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Natürlich bist du jetzt nicht Jakob. Ja, und in gewisser Art und Weise ist es auch schwierig für uns anzunehmen, Israel, sind wir nicht, sind wir doch, was sind wir? Das lassen wir mal beiseite. Natürlich bist du hier nicht direkt angesprochen, aber der hier spricht, ist derselbe, der heute auch noch spricht. Und das ist Gott. Und wenn Gott zu Jakob gesagt hat, hab keine Angst, ich hab dich erlöst, dann sagt er heute zu dir, hey Olga, hab keine Angst, ich hab dich erlöst. Ja? Und du kannst das lesen. Und natürlich ist es dann schwierig, wenn Gott noch dem Jakob einen Auftrag gibt, das irgendwie dann für sich mitzunehmen. Aber da stehen ja dahinter Dinge, Werte, Prinzipien, Gottes Wirken heute in dieser Zeit. Ja? Und daraus darfst du nehmen. Du darfst dieses Buch, was du fühlen kannst, was du anfassen kannst, was du kaufen kannst, was geschrieben ist, was so gut belegt ist, auch in der säkularen Gesellschaft und in der Wissenschaft. Ja, das darfst du nehmen. Du brauchst keine Zweifel haben, ob Christus wirklich gelebt hat, weil die Forschung sagt, Jesus hat gelebt. Du kannst es nehmen, aufgeschrieben für dich und lesen und dich damit identifizieren und dich darauf stellen und sagen, Gott, so wie du damals warst, bist du auch heute. Und ich möchte lesen, was du für mich hast. Und du wirst darauf kommen, dass Gott immer Interesse am Menschen hat. Ja, und er sieht das Leid, in dem wir sind. Er kennt die Umstände, mit denen du unterwegs bist. Ja, und Gott zerbricht es das Herz, wenn er sieht, was hier los ist. Gott zerbricht es das Herz, weil sein Plan für uns ein anderer war als das, was wir daraus gemacht haben. Und Gott zerbricht es das Herz, weil er weiß, wenn Leute zu mir kommen, ja, wenn Leute zu ihm kommen, dann wären sie die wahren Werte, die wahren Prinzipien, das wahre, friedliche, liebevolle Leben annehmen können, sehen können und miteinander in Entfaltung bringen. Und das zerbricht ihn, weil er sieht, wie der Mensch sich versucht, selbst zu verwirklichen und wie daraus Leid und Schmerz entsteht. Und Gott ist aber trotzdem mittendrin in diesem Leben und er versucht jeden Tag neu, dem Menschen zu zeigen, dass ein Leben mit ihm der einzig wahre Weg ist. Jeden Tag neu. Jeden Tag neu, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Und das Interessante ist, dass wir dabei auch ein Sprachrohr sein dürfen, damit seine Gegenwart in die Zerbrochenheit reinkommt. Und so wie ich dir jetzt gerade so drei große Schätze mitgegeben habe,
wie du mit deiner Angst im christlichen Glauben umgehen kannst. So möchte ich aber auch noch einen kurzen Moment darauf nehmen, um dir die andere Perspektive zu bringen. Warum können wir in dieser Situation, so wie wir sind, in die Angst der Menschen eigentlich Hoffnung hineinbringen? Und haben wir da eigentlich einen Auftrag? Ich glaube schon. Johannes 17, 15 bis 18. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst. Hier spricht Jesus zu seinen Jüngern. Ein Kapitel später, bevor das ganze Prozedere losgeht, wo Jesus gefangen genommen wird. Und da spricht er, ich bitte dich nicht, Gott, ja, sagt Jesus zu seinem Vater, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in diese Welt. Jesus hat uns berufen, in dieser Welt auf Gottes Hoffnung und auf seine Rettung aufmerksam zu machen. Und ich glaube, eine Art von vielen ist es, dass Menschen sehen, wie wir mit den Umständen in unserem Leben umgehen. Dass sie sehen, dass da anscheinend Hoffnung hintersteckt, dass da eine Kraft hintersteckt, dass dort ein Anker liegt, den man vielleicht selber noch gar nicht begriffen hat, weil man noch nie von Jesus gehört hat. Und ich glaube, dass wir ein Sprachrohr sein dürfen in Zeiten wie diesen, um herauszuschreien, Rettung und Hilfe gibt es oben. Rettung und Hilfe gibt es oben. Und du musst dafür nicht perfekt sein. Du musst dafür nicht alle deine Baustellen geschlossen haben, ja? Du darfst so sein, wie du bist, in echt und voller Authentizität. Vor Gott sein, mit deinen Fehlern, mit deinen Makeln. Sagen, Gott, hier bin ich, ich kann an mir nicht umgehen. Und Gott nähert sich dir. Gott ist mit dir unterwegs. Du siehst Gottes Hoffnung. Und das, was du auf diesem Weg erlebst, ist das, was scheinen wird und was andere Leute anziehen wird. Gott hat uns gesandt in diese Welt, obwohl ein Kapitel vorher sagt, auf dieser Welt werdet ihr Angst haben. Und ja, natürlich, er bittet, dass wir vom Bösen bewahrt bleiben, aber er weiß auch, dass seine Nähe so schön ist, dass wenn alle Stricke reißen, seine Leute wissen, wo sie hinrennen müssen. Und das wird Attraktivität ausstrahlen für Menschen. Das wird Hoffnung geben für Menschen, ja. Und mit der dürfen wir rausgehen. Unsere Hoffnung als Christen ist, dass wir nach dem Leben ewig mit Gott sind. Wir brauchen keine Angst haben vor dem Tod. Wir brauchen keine Angst haben. Wir werden Angst haben, aber wir dürfen uns immer wieder erinnern und das unser ganzes Leben lang mitnehmen, dass wir keine Angst haben brauchen, weil Gott uns in seine Ewigkeit beruft, wenn wir an ihn glauben. Und ich sage euch, diese Umstände, in der wir gerade sind, diese Ängste, diese Sorgen, das, was uns treibt, ja, das wirft Fragen auf. Hey, Europa ist Europa und es ist nah dran. Ja, und es ist natürlich tragisch, dass es irgendwie schwerer fällt, nicht empathisch zu sein für all die anderen Kriege, die weiter weg sind. Aber trotzdem muss man leider auch ein Fazit ziehen, dass erst die Nähe durch Europa uns neu an Fragen der Existenz gebracht hat. Und diese Fragen, ihr Lieben, ich glaube, da haben wir Antworten drauf. Ja, die Welt wird sich fragen, was ist der Sinn des Lebens? Warum bin ich hier? Warum gibt es so viel Leid? Und wir können ein Licht sein, ein Sprachrohr sein und auf den zeigen, der die Antworten auf diese Fragen hat. Ja, nicht alles kann man in Worte fassen, einiges davon kann man auch nur erleben. Aber trotzdem glaube ich, dass Gottes Gegenwart, dass seine Herrlichkeit so stark ist, dass keiner davor weglaufen kann, wenn er sie erlebt. Das ist seine Schönheit und das ist seine Größe, mit der wir unterwegs sind. Ja, wir dürfen hier sein und unseren Job tun. Sprachrohr zu sein in einer Welt, die voller Angst ist. Ja, wir dürfen mit unseren Ängsten umgehen und wir dürfen anderen helfen und ihnen Trost schenken. Wir sind hier auf einer Reise und ich möchte dir sagen, diese Reise ist noch lange nicht zu Ende. Diese Reise ist noch lange nicht zu Ende. Und Gott kennt deine Reise. Er weiß ganz genau, was alles passieren wird. Er ist allwissend und allmächtig. Er hat alles in der Hand. Gott kennt deine Reise und deinen Weg. Gott weiß, was kommen wird. Jesus selbst
hat vor 2000 Jahren Folgendes gesagt in Matthäus 24, Vers 6. Überall werden Kriege ausbrechen, aber habt keine Angst. Diese Dinge müssen geschehen, doch das Ende wird noch nicht unmittelbar darauf folgen. Die Band darf gerne nach vorne kommen. Jesus selbst beweist vor 2000 Jahren wieder einmal, dass er König ist, dass er alles in der Hand hat, dass er Gott ist, dass er eins mit Gott ist, dass er allwissend ist. Und er sagt einfach, überall werden Kriege ausbrechen, aber habt keine Angst, sie müssen geschehen, doch das Ende wird nicht darauf folgen. Und ich möchte dir heute eine Sache mitgeben. Ja? Und meinetwegen, schreib sie über dein Bett an die Decke, dass du jeden Morgen damit wach wirst. Mach irgendwas damit, dass es präsent ist, keine Ahnung. Ja? Tu was, dass du das, was Gott dir sagen möchte, niemals vergisst. Und das ist folgende Botschaft. Kein Krieg, kein Machthaber und kein Virus kann bestimmen, wann die Zeit auf dieser Erde zu Ende ist. Also der erste Gottesdienst hat dazu ein Amen gefunden. Wir machen nur noch 9.30 Uhr Gottesdienst. Ich sag dir das. Okay, ich versuch's nochmal. Ich möchte, dass du dir eine Sache irgendwo hinschreibst, wo du sie immer liest, okay? Und das ist Folgendes, was Gott dir sagen möchte. Macht euch bereit, gleich kommt euer Part. Kein Krieg, kein Machthaber, kein Virus kann bestimmen, wann die Zeit auf dieser Erde zu Ende ist. Gott ist Herrscher alleine und weiß, wann die Zeit zu Ende ist. Ja. Ihr Lieben, und das ist jetzt ein bisschen witzig und Spaß, aber ich will euch in Aktion bringen, dass du das begreifst. Natürlich ist es nah und natürlich sind dort Dinge am Werk, die Angst machen, wo wir mit Existenzängsten bedroht sind. Aber du darfst dich immer wieder darauf besinnen. Keiner von denen, kein Merkel, kein Scholz, kein Macron, kein Biden, kein Putin, keiner von denen kann dein Ende zu Ende machen, weil Gott ist der, der es in der Hand hat. Keine Ahnung, das Ende kann schlimm aussehen, das Ende kann erfüllt sein, aber grundsätzlich kannst du dich darauf stützen, wenn es zu Ende ist, dann, weil Gott mich in seine Herrlichkeit holt. Weil Gott mich in seine Herrlichkeit holt. Und ich sag dir, das ist eine Wahrheit auch für unsere Zeit, die du dir hinter die Ohren schreiben sollst. Gott wird wiederkommen. Und während wir darauf warten, können wir mit all unseren Gefühlen zu ihm rennen. Unsere Lebenszeit wird immer wieder erschüttert werden. Aber die wahre Hoffnung liegt nicht im Hier und Jetzt, sondern in der Ewigkeit. Jesus selbst sagt, wenn ich sinngemäß, wenn ich wiederkomme, ja, wenn ich das zweite Mal aus dem Himmel komme, das wird sein wie der Dieb in der Nacht. Keiner wird es wissen. Ja? Kein Spiegel, keine Welt, kein Bild, keiner. Nur Jesus allein, Gott selbst, weiß, wann er wiederkommt. Und er hat alles in seiner Hand. Und er hat das Weltgeschehen, sieht er. Und er greift immer wieder ein. Er versucht Tag für Tag Menschen zu retten, zu befreien, zu heilen. Er versucht Tag für Tag an die Herzen der Leute zu klopfen, um sie zur Umkehr zu bringen, um sie zur Vernunft zu bringen. Er versucht Tag für Tag klarzumachen, so wie wir leben, ist nicht der Maßstab, wie den Gott für uns hat. Da gibt's mehr, da ist mehr, da kommt mehr. Und am Ende ist das ultimative Ziel. Der Tod ist kein Punkt. Der Tod ist ein Doppelpunkt für das ewige Leben, für den, der an ihn glaubt. Oh, das ist so eine gute Botschaft. Und ich wünsche mir, dass in meinen Ängsten, in meinen Begegnungen, die ich da auch mit Gott habe, mit meinen Sorgen, mit meinem Innersten, ja, ich es schaffe, mich irgendwie daran zu klammern. Mal mehr, mal weniger. Mal halte ich mich daran fest und ich merke, wie die Angst geht. Mal merke ich, dass irgendwie doch einfach nur der Trost, es zu wissen, es lindert. Mal bringt es gar nichts zu wissen, dass da ein Raum ist. Und ich schreie und es tut sich nichts. Aber eine Stunde später schenkt Gott ein Telefonat, eine Umarmung, einen Blickkontakt, wo ich irgendwie doch merke, da ist mehr als einfach nur Geld anhäufen, Häuser bauen und ein gutes Leben haben. Und wir dürfen mit allem zu uns kommen. Wir dürfen sein, wie wir sind. Wir dürfen Sprachrohr sein in dieser Welt
Wir dürfen die Weltgeschehnisse sehen, wir dürfen unsere Zweifel und Fragen haben, aber wir dürfen eins nicht vergessen: Gott sitzt im Fahrersitz. Und vielleicht fragst du dich, wie das wohl aussehen wird. Vielleicht brauchst du ein Bild, ja, nicht nur Worte, sondern ein Bild, an dem du dich festhalten kannst. Und ich sag dir, ich habe dir eins mitgebracht. Bist du bereit dafür? Offenbarung 21, die Verse 3 bis 5. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Es ist wahr und zuverlässig, dass eine Zeit kommen wird, wo kein Tod mehr ist. Es ist wahr und zuverlässig, dass eine Zeit geben wird, wo kein Leid mehr ist. Es ist wahr und zuverlässig, dass es einen Ort geben wird, wo wir keine Angstschreie mehr hören. Es ist wahr und zuverlässig, dass Jesus Christus wiederkommen wird, um alles neu zu machen, um alles neu zu machen, um die mitzunehmen, die ihn angenommen haben, um die mitzunehmen, die erkannt haben, dass er Heilung ist, dass er Befreiung ist, dass er Gnade schenkt, um alle mitzunehmen, die erkannt haben, dass er ewiges Leben schenkt, weil er Gott ist, weil er Gottes Sohn ist. Und ich freue mich auf diesen Ort, Freunde. Ich freue mich auf diesen Ort, auch wenn ich es nicht immer schaffe, zu Hause das festzunehmen, anzunehmen und mich darauf zu stellen. Ich freue mich auf diesen Ort, auch wenn es mir schwerfällt, dass ich nachts nicht dadurch irgendwie meine Ängste verliere. Ich freue mich auf diesen Ort, auch wenn mein Bankkonto im Minus ist, wenn der Krieg kommt und ich es eigentlich gar nicht greifen kann. Ich freue mich auch auf diesen Ort, ja. Ich freue mich auf diesen Ort, auch wenn ich seit 5 Jahren vergessen habe, dass es ihn eigentlich gibt. Und ich hoffe, dass Gott das in mir festmacht, Tag für Tag neu, mit all dem, was ich tue, mit all dem, was ich bin, ja, mit all dem, wie ich lebe, wünsche ich mir: Gott, lass das mehr und mehr Realität werden, weil ich merke, da ist ein Ort, der hier schon angebrochen hat, auf dieser Erde, wo ich meine Ängste, meine Sorgen und mein ganzes Leben ihm hingeben kann. Und das ist die Botschaft für dich heute. Das ist dir deine Botschaft für dich. Und wenn du heute hier bist oder eingeschaltet hast und du kennst Jesus Christus noch nicht, dann glaube ich, dass es Zeit ist für dich, einen Schritt zu gehen und zu sagen: Gott, gibt es dich wirklich? Es würde mein Herz nicht aushalten, wenn ich dich nicht in diesem Ort treffen würde. Es würde mein Herz nicht aushalten, zu wissen, dass du unterwegs bist, mit Angst geplagt, und du keine Möglichkeit hast, deine Angst abzulassen. Ich würde es nicht aushalten, zu wissen, dass du dich innerlich immer mehr auffrisst, weil du kein Ventil hast. Denn ich bin davon überzeugt, dass es Gott gibt, ja, sonst würde ich hier nicht stehen. Und ich will dich einladen, dass du dich auf den Weg machst, Christus kennenzulernen und seine Hoffnung anzunehmen, weil da so viel mehr liegt, auch schon im Heute, im Hier und im Jetzt für dich. Und für all die anderen, die heute hier sind: ich glaube, dass du dich wiederfindest in dieser Botschaft. Ich weiß nicht, ob du mit Angst konfrontiert bist. Ich weiß nicht, ob deine Phase ist, ein Sprachrohr zu sein. Da war so viel drin. Ich werde jetzt auch nicht beten, so wie es gewohnt ist, ja, sondern ich werde dich einladen, 1-2 Minuten Zeit zu nehmen und das aus diesem Wort, aus der Predigt herauszunehmen, was für dich dran ist. Und geh ins Gebet und sag: Gott, ich brauche einen Raum. Gott, ich brauche Gemeinschaft. Gott, ich will Sprachrohr sein. Frag Gott, wie kannst du mit deiner Art und Weise Leuten Hoffnung spenden? Wie kannst du irgendwie deiner Berufung nachgehen und hier auf dieser Welt Hoffnung verbreiten? Ganz egal, wo du stehst, ich glaube, es ist heute Morgen deine Verantwortung, darauf zu reagieren, dort, wo du sitzt, auch zu Hause. Und lass uns gerne, wenn es dir hilft, die Augen dazu schließen. Wir geben dir den Raum, bevor wir dann den nächsten Song singen. Aber jetzt ist dein Moment, darauf zu antworten. Es ist nicht mein Moment.
Es ist nicht der Moment von deinem Nachbarn, es ist genau dein Moment, darauf zu antworten, was Gott heute Morgen zu dir geredet hat.